Sandra. Meine Damen und Herren, machen Sie Platz für Telcro. Meine Stimmbänder. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video von meinem Kanal. Und ihr seht es schon im Titel: Apokalypse oder Ruin. Was ist da bei einem Killcrawl los? Ein paar von euch kommen bestimmt auch von Apokalypse oder von Ruin. Deswegen geht ein fettes Hallo an euch raus, Leute. Ich liebe euch trotzdem noch, nur Homo. Und jetzt gehen wir erstmal zum Gameplay über. Denn ihr wisst schon, im Hintergrund, es läuft wie immer bei mir auf dem Kanal ein krasses Gameplay. Wahrscheinlich. Und zwar eine Nuklear von mir persönlich. Er spielt auf Combine mit der Kuda. Oh mein Gott, bin ich krass. Absoluter krassester Spieler der Welt. Oh mein Gott, das ist. Psst. So, da muss man dann auch wieder nicht klatschen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich in Ruin bin bzw. war, und eines der heutigen Themen behandelt einfach mal meine Meinung bzw. den Grund, weshalb ich gelieft bin. Grüße gehen raus an alle aus dem Ruin-Clan, die das hier sehen, denn ich bin gar nicht unzufrieden gewesen mit dem Clan an sich, denn Ruin hat ja viele der besten Kommentatoren bzw. jetzt nicht mehr. Nur Spaß, Leute, nur Spaß, mega lustig an dieser Stelle. Peace, weiter geht's. Und so gesehen gibt es auch gar keinen Grund zu lieben. Doch ich war immer der mit den Apokalypten, wenn man ein bisschen mehr gechillt hat als mit den Leuten aus dem Ruin. Natürlich waren da ein paar aus dem Ruin, das waren auch absolut die Missgeburten, mit denen ich rumgehangen bin. Zum Beispiel Jan Ackersmann, sprich der Smiley. Grüße gehen nicht raus an dich, Nils. Wenn du wieder ein WhatsApp-Beef haben willst, ruf mich an, Digga. Hab immer wieder Lust. Ja. Ich labe absolut viel Dünnschiss. Ah, ich sollte atmen in meinen Videos, Mann. Holla, die Waldfee, ist das krass. Ja, und damit war es auch eigentlich zu diesem Mini-Thema, weil ich dachte mir so, was mache ich als klickgeilen Titel? Und ja, jetzt habe ich einen klickgeilen Titel gefunden. Okay, Spaß beiseite jetzt. Das war's eigentlich dazu, Leute. Also, wie gesagt, ich bin jetzt von Apokalypto-Clan. Trotzdem nochmal Grüße an Ruin. Ruin geht ja sowieso ab, nochmal steil. Ich wünsche euch alles Gute, und das reicht jetzt aber auch an euch mit den persönlichen Ansagen. Langsam komme ich mir hier ein bisschen Homo vor. Egal, mein zweites Thema geht um die roten Kreise, Leute. Aber es ist nur so ein kleines Mini-Thema, weil ich sehe immer unter den ganzen Kommentaren von wegen, rote Kreise, bla bla bla, hör doch mal auf, das bringt doch gar nichts. Also ich meine jetzt Kommentare beim Master Scorpio zum Beispiel. Und Leute, es ist nicht der rote Kreis, das Klickgeil macht das Thumbnail, sondern ich kann nicht reden. Sondern das Image des roten Kreises, ja. Ihr denkt euch doch alle immer, wenn ihr diesen roten Kreis seht, och nee, was für ein roter Kreis. Die Hater denken sich einfach so, oh mein Gott, ich gehe jetzt auf das Video rauf und schreibe, wie man das rote Kreis da unnötig sind, und boom, er hat einen Klick mehr, Mann. Also ohne Witz, es geht einfach nur um den Image des Kreises. Und deswegen braucht ihr euch da gar nicht aufregen, weil die roten Kreise, die werden einfach nicht verschwinden, die werden da bleiben. Und ich mache jetzt auch einen roten Kreis ins Thumbnail, weil jetzt habe ich einen Grund, das zu machen. Ja, Digga, nein, bei mir bringt das sowieso nichts. Aber wie gesagt, ich wollte damit nur sagen, dass es absolut unnötig ist. Und ja, ich habe heute wieder absolut mein Niveau bewiesen. Ihr merkt schon, okay, er ist irgendwie nicht so intelligent, wie ich dachte. De-Abo kann ich absolut verstehen. Ein Spaß beiseite. Danke für die neuen Abos. Na, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und sorry, dass es eben so behindert ist heute, ne? Aber ich musste einen Kommentar raushauen, weil ich hatte Lust darauf. Und ansonsten, ich liebe euch alle. No homo. Ich wünsche euch einen mega schönen Tag. Was meine ich sogar immer ernst? Ich sag das zwar jedes Mal, aber ich meine es wirklich ernst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Das war One Take, by the way. Hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, oder? Nee.